Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder mit Fred und Katzenohren in My Time at the Rock. Wir sind hier wieder fleißig im Meer. Kokos auch schon wieder von der Nachtschicht zurückgekommen. Juhu! Dann kannst du auch dahin wieder zurückkehren. Bye bye, okay? So, da kommt Nemo durch die Tür. Durch die Tür im wahrsten Sinne des Wortes. Ja genau, es geht nicht so einen guten Glitch hier. Was haben wir da? Ein Omelette. Ich habe ein Omelette gekocht. Wir helfen. Helfen erwartete Dinger. Okay, auch interessant, dass er das jetzt so anzeigt. So, und ob irgendwas Relevantes hier. Achso. Teeblätter haben wir so oder so. Gut, hier sind einige Sachen in der Mache. Wir müssten noch ein paar Plakate abhängen. Das sind dann unsere Missionen. Und dann haben wir noch einen Haufen anderer Sachen. Das ist eher so Pillepalle. Das können wir schon abgeben. So, wir müssen noch Plakate entfernen. Blub. Morgen haben wir Feuerwerkshow. Ah ja, wir müssen noch den Hut fertigen. Wo machen die dann eine Werkbank, echt? Und dann, ja, den Schatz müssen wir natürlich auch noch suchen. Das könnte auch interessant werden. Hey, Nemo, kommst du jetzt her? Gehst du ins Bett oder kommst du aus dem Bett? Ich kann ihn jetzt gar nicht anwählen. Okay. Nö, geht nicht. Na gut, der will nicht mit mir reden. Hä? Ah, jetzt. Ja, gut. Manches ist noch immer noch ein bisschen komisch in dem Update hier. So, ein Ministerhut. Was es alles gibt. Mit Gold. Klar, der muss komplett aus Gold sein. Ein echter Minister hat sowas. Kennt man ja. Der hat sogar Werte. 6 und 11 Ausdauer. Wofür braucht Burgess das denn? Den können wir natürlich auch uns selber machen. Dann werden wir auch Minister. Ganz automatisch. Sobald man einen Hut hat, ist man hier Minister. Wir sind Handwerksminister. Hier sieht man ja. Das ist auch merkwürdig, aber gut. Wir könnten jetzt noch mal gucken, ob wir da hinten noch Plakate abhängen können. Oh, komm, Blümchen, wir geben noch mal Gas hier. Lass stehen hier rum. Ja, viel Spaß, Claude, war nett, dich kennengelernt zu haben. Wird wahrscheinlich gleich von der Bahnhof fahren. Oh, das sieht auch komisch aus hier. Nicht so ganz gesund. Wer hat den Baum dahingestellt? War der Schwimmer da? Also, so eine Unverschämtheit. Den da so hinzustellen, ne? Moment, jetzt habe ich nicht verfahren. Hier bist du hoch. Ich habe jetzt woanders hingeguckt. Blümchen, du musst auch ein bisschen mitarbeiten. Ich kann nicht alles alleine machen hier in dem Laden. Moment, hier. Ah, haben wir ja noch. Wir haben doch noch mehr Poster, oder? Komme ich überhaupt dran? Ja. Flupp. Da ist es. Hier sind noch welche. Ach, wir haben ja Winter. Da habe ich mich noch gar nicht dran gewöhnt. Hier ist alles voll Schnee. Flop. Also das Poster vor ihrem eigenen Gefängnis hier, das hätten sie ja schon selber abnehmen können, oder? Weiß nicht, diese... Die Bande hier ist ja schon ein bisschen faul, irgendwie habe ich das Gefühl. Was ist denn jetzt los? So. Krach, bum, peng. Und der hier. Sandrock, ne, keine Ahnung, wo das ist. Das ist irgendwo ganz weit weg. Ein bisschen Porsche, so. Abnase. Okay, so. Wir haben dann, wir müssen jetzt mit Unschuhe noch reden, dann haben wir das schon erledigt. Gab es da noch mehr Poster, oder? Hier hing doch auch immer eins. Hängt denn da jetzt hin, komisches Ding? Okay. Ja, ja, es wird spät. Ey, mein Gott. Es hetzt mich nicht. So, dann halten wir mal zurück in unser Domizil hier. Hui! Ich will doch überhaupt nichts in der Hand halten. Lass mich in Ruhe. Hilfe! Ich will hier runter! Bescheuerte Funktion, ey. Okay. So, was haben wir jetzt hier plötzlich für Post? Mars Antwort. Er hat hier Jasmine mir das jetzt mitten in der Nacht hier zugestellt, oder was? Okay, schreibt die. Lieber Fred, ich dachte nicht, dass du sie wirklich bekommen würdest. Diese Decken, naja, ich weiß immer noch nicht, wo die sind. Anscheinend werde ich den bösen Brief an den Kurier doch nicht schreiben müssen. Ich bin neugierig, welche Reise die Decke hinter sich haben. Ich bin aber glücklich, dass sie bei dir angekommen sind. Ich hoffe, die wollen die nicht mal sehen irgendwann. Vielleicht haben wir die in irgendwelchen Katzenhütten. Wir haben die besten davon für dich gekauft. Oh je. Wir sollten dich in kalten Nächten angenehm und schön warm halten. Du musst so viel arbeiten, dass du auch richtig gut schläfst. Schlafen. Wenn dein Vater und ich mal Zeit haben, kommen wir dich besuchen. Oh mein Gott, da bin ich nicht da.
Ich habe in letzter Zeit noch nichts über Sandrock in der Zeitung gelesen. Das ist ein gutes Zeichen. Anscheinend bekommst du gerade eine nötige Ruhepause, doch dein Vater hat gesagt, du hast bestimmt etwas Großes vor. Ja, ins Bett gehen, das ist immer eine Herausforderung. Was machst du jetzt hier? So. Füllt ihr das von hier da draußen auf? Was war das denn? Da war ja gar nichts drin. Hä? Okay, ich gehe ins Bett. Das wird mir alles zu verwirrend hier. Wir haben ja noch einen Teppich. Huch. Klackt denn da alles? So, hier diesen Jagdboy-Sheriff-Teppich. Wenn ich den verlege, bin ich automatisch Sheriff. Plop. So, oh, der ist nicht groß, ne? Kann ich ihn oben hinlegen? Ich kann mit dem nicht nach oben. So, neben das Bett würde doch gut hinpassen, oder? Kann man aber nicht verlegen. Da kann man ihn nicht hinlegen. Warum? Oh. Da war ganz kurze Zeit was Grünes. Es ist aber frickelig, diese blöde Platzierung hier. Diesen Programm. So, plopp. Na gut, dann legen wir halt dahin. Ja, okay. Gut, dann machen wir noch diese andere Sache. Schlafen. Vielleicht sind das die Decken? Keine Ahnung. Maschinenwaren sammeln beendet. Das ist auch eine komische Übersetzung, aber gut. So, raus. Frisch ins Abenteuer. Okay. Rennt schon Nemo weg, oder was? Okay. Na gut. So, was haben wir denn hier schön? Schönes. So viel Post neuerdings. Von wem? Wer ist das? Achso, mein neuer Chef. Oh. Lieber Fred, was immer du bist. Endlich ist das Treffen zum Tunnelprojekt anberaumt. Handelsgilde morgen, Punkt 16 Uhr. Der Architekt und die Bürgermeisterin werden dort sein. Der Architekt, aber ich denke, es würde dem Team sehr viel bedeuten, wenn du dort auch erscheinen würdest. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht, weil ich muss sowieso alles wahrscheinlich machen. Als Handwerker. Na okay, Tumbleweed Standard schon wieder? Was haben die denn jetzt wieder? Ja, also, ja. Achtung, der Mann, der wie Jan aussieht, ist nicht Jan. Der sieht doch überhaupt nicht wie der aus, finde ich. Naja. Macht euch bitte alle bewusst, dass das neueste Mitglied unseres Dorfs, Wei, in kleinster Weise mit dem ehemaligen korrupten Handelsvertreter Jan, der gar keiner war, verbunden ist. Okay, schlecht formuliert. Sie sind miteinander verwandt, sie sind sogar Zwillingsbrüder. Aber Wei ist ganz anders als Jan. Er ist ein ehrlicher und guter Handelsvertreter. Na, das werden wir uns noch herausfinden müssen und will die Sache für die Handelsquelle von Sandrock in Ordnung bringen. Du willst mich glauben? Dann mach einen kleinen Test. Lass eine Ghoul vor seinem Gesicht an einer Schnur herunterhängen und sieh zu, wie er nicht gleich in einem Angriffsmodus übergeht und versucht, sie dir zu entreißen, sondern wie ein ganz normaler Mensch auf die Frage wie, warum machst du das, antwortet. Okay, die reißt man nicht direkt weg. Wei hat eine Menge Erfahrung als Handelsvertreter, machte früher auch Ausflüge in die Randgebiete, so 1000 Kilometer weit her. Gib ihm eine Jagdmilch aus und befrag ihn nach seiner Geschichte. Bericht von Heidi. Dumbi schickt mir... Fred, ich hatte plötzlich Lust, dir das zu geben. Eine Melone. Ich habe eine Melone getragen. Okay, von Burgess. Ja, der will mich wahrscheinlich bestechen als zukünftiger Minister, dass ich seine Mütze schneller mache. Warum nicht? Man kann es ja... ist ja Politiker, da kann man das versuchen. Ne? Welchen Bestechung wird immer dabei. Kuhu. Du hast eine Aufgabe. Okay, dann mach die auch. Die sind da hinten noch eigentlich. So, ups. So, Blümchen. Ich glaube, wir haben genug zu tun. Klappen wir mal die Fragezeichen alle ab hier. Hier ist noch was in der Ziviltruppe. Okay. Da müssen wir noch was tun, ist klar. Und hier haben wir noch unsere... Weiß zu Hause. Auslieferungen. So, sonst haben wir jetzt nichts Dramatisches. Herr Minister. So, um 21 Uhr. Ach gut, wir können mit Unschuhe reden. Handelsgilde ist um 16 Uhr. Was kriegen die denn da? Was? 10.000? Halleluja! Na gut.
und ein heller Kätzchenstaubwedel. Was? Ein Staubwedel, das von Katzenliebhabern gemacht wurde. Ach du grüne Neune, er ist lang und unglaublich stylisch und orange-grün Farbschema. Am Bund ist niedliche Fischpuppe befestigt. Alter Leute, was soll... Also im Ernst jetzt? Hä? Ach, damit kriege ich plus 5 Beziehung zu Logan. Das ist ja auch interessant. Wie sieht's denn da aus? Gut, wir haben noch nichts großartig, ist klar. Der Zauberspiegel ist ein bisschen beliebter als er. Logan, das sieht interessant aus, weil den ohne Maskierung und Hut zu sehen, ist ja ganz ungewohnt. Da haben wir sogar schon 4 Herzchen. Interessant. Okay. 1,81, 94 Kilo. Oh, hat zugelegt. Macht das gute Essen im Gefängnis wahrscheinlich. Jo, okay. Das heißt, mit dem können wir dann... Was kriegen wir denn? Oh, das habe ich schon bekommen. Da wir befreundet sind, habe ich jetzt 100 Lebenspunkte und 5 zusätzliche Angriffspunkte bekommen. Eieiei, okay. Interessant. Okay. Schade, das habe ich nie mehr geschafft. Ja. Was ist denn bei Wei? Was ist denn mit dem? Aha, nach Abschluss eines Auftrags erhältst du zusätzliche 5% in Golds. Also krieg einfach mehr Kohle bei jedem Auftrag. Auch nicht schlecht. Ob man das jetzt wirklich braucht, jetzt noch so im Late Game, ist das ein bisschen Quatsch eigentlich. Da haben wir genug Geld. Am Anfang ist es vielleicht nicht schlecht, aber da muss eben das Story erstmal so weit kommen. Ein Grund und Blödsinn. Aber okay, nehme ich gerne mit. Kriegen wir bei Cindy eigentlich? Kostenlose Reklame? Ach, wir kriegen 100 Lebenspunkte. Okay. Da kriegen wir Geschenke. Was? Von Pebbles kriege ich 20 Ausdauerpunkte? Okay. Das lohnt sich dann richtig. Sind den kleinen Rackern ein paar Süßigkeiten kaufen. Okay. Ist ja lustig. Nehmen wir den Weg. Der kommt mir einer entgegen. Ah. Peach. Das dürfte unschuld sein, oder? Nee. Burgess, unser zukünftiger Minister von irgendwas. Hallo. Oh, Baby, ist er das? Natürlich ist das er. Er ist unglaublich. Meint er mich oder den Hut? Darf ich? Okay, okay, ein Versuch ist es wert. Ah! Ah! Ja. Ah! Oh, ja, es funktioniert. Ich spüre, wie die heilige Lichtenergie aus jeder Pore meines Körpers strömt. Also, die habe ich da nicht in den Hut gemacht, Leute. Also... Dieser Hut ist mächtig, Fred. Vielleicht zu mächtig. Kann man einen einzelnen Menschen vertrauen, der eine so große Macht ausübt? Mein Gott, es ist ein blöder Hut. Verdammt. Ich benutze ihn nur für diese eine Predigt und schließe ihn dann weg. Also, okay. Alles klar. Vielen Dank, Fred. Ich werde meine erste Predigt ansetzen, sobald ich bereit bin. Ich sollte mich lieber mit Anbietung unterhalten, wie ich eine gute Show abliefern kann. Show. Ja, genau. Das ist die richtige Einstellung, man predigt. Hm. Bis bald, Fred. Okay. Ich hätte gedacht, dass er die mal anzieht, den Hut. Also. Davon haben wir hier so viel Schnee. Okay, ja. Und das Wasser ist wieder grün. Oh, interessant. Naja. Gut, der Hut war gut. Interessant. Was ist denn hier? Dreck. Ach Gott, naja. Das ist eigentlich ein Hintereingang. Pearls Piano und Fischschwert GmbH auf unbestimmte Zeit geschlossen. Was? Piano und Fisch. Was? Okay. War wohl nicht so erfolgreich, das Konzept. Ja. Okay, hey, und schon, der nächste. Oh, hier ist ja Van Damme Claude. Hey. Es ist so trocken hier. Ich habe nicht genug Wasser mitgenommen. Jetzt muss ich Jackmilch trinken, ob ich will oder nicht. Ja, wenn man Jackmel-Laktose intolerant ist, hat man Probleme hier in dem Ort. Hey, und schon. Thank you. Oh, hast du all die Plakate im Dorf gesehen? Ja, diese Zahl stimmt. Jedes einzelne ist erfasst. Ich erinnere mich gut daran, wie ich diese gezeichnet habe. Ach ja, der hat die alle per Hand gemacht. Ne? Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. All das begann damit, dass wir diese Plakate aufgehängt haben. Und jetzt nehmen wir sie wieder ab. Ja, eine Ära endet.
Obwohl, so funktionieren eigentlich alle Fahndungsplakate. Man hängt sie auf, wenn man nach dem Verbrecher sucht, und nimmt sie wieder ab, wenn man ihn gefunden hat. Ist also nichts Besonderes. Ja. Prinzessin Lumi hat wohl noch ein paar. Ich frage mich, ob wir sie auch zurückholen sollten. Es wäre schlimm, wenn sie in die Hände von Fremden gelangen würden. Sie könnten versuchen, Logan zu töten. Ja, wir sollten sie holen gehen. Aber keine Sorge, ich kann sie holen gehen. Du hast schon genug getan. Sieh. Danke, Fredmann. Sieht sich. Oh, ich dachte... Logan ist deine gute Freundin. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt noch zu Lumi. Lass dir doch diese Fotos. Die war doch ein bisschen verknallt in Logan. Warum auch immer. Ich verstehe das absolut überhaupt nicht, aber... Okay. Wir haben jetzt 5 Punkte zu Logan bekommen. Wo sind wir jetzt hier? Freunde, Freundin. Ach, guck mal an. So schnell steigt man auf. Okay. Das ist hier ein Ding hier. Gut, haben wir schon mal 2 Punkte wieder abgearbeitet hier. Hui. So. Ah, Katori, jetzt macht das Ballon üben. Jan war der erste Handelskommissar, mit dem ich aktiv zusammengearbeitet habe. Dieser neue Typ, das ist wie Tag und Nacht. Ich habe nie bemerkt, wie schlecht wir es vorher hatten. Ja, wenn man es nicht anders kennt, ne, ist das natürlich... Hier machen Benji und Macchiato wieder Banküberfälle. Der eine hat sie schon geknackt, okay. Der andere knackt auf der Bank. Naja. Oh, da ist er ja. Ach, hier ist seine Wohnung. Hat der Janni auch eine Wohnung? Hey, 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 wo? Ich weiß, es ist vielleicht nicht einfach, sich daran zu gewöhnen, dass ich hier bin und so sehr wie eine Person aussehe, die euch so viel Ärger bereitet hat. Aber ich hoffe, dass wir das bald hinter uns lassen können. Ich werde hart daran arbeiten, jemand zu sein, der euren Respekt verdient. Solange er keinen Schnurrbart wachsen lässt, ist alles in Ordnung. Hier hast du etwas Tomatenfisch. Ja, wenigstens, dass du es versuchst. Danke. Immerhin plus 3. Ich gehe mal gerade in dein Haus und guck mich mal um. Vielleicht finde ich noch Liebesgut von Jan. Hier war ich noch nie drin. Okay. So lebt man als Handelskommissar. Okay. Interessant. Ah, die Uhr habe ich auch. Meine geht. Ich glaube, das ist die Küchenzeile, die auch Unschuhe hat. Hier liegt eine Lupe rum. Schlamperei. Ja, okay. Habe ich auch mal gemalt mit 3. Ja. Aha. Und hier hat er seinen Chefsessel mit einem Bonsai. Sehr schön. Und hier oben das Bett. Okay, dann kannst du direkt hier runter. Ups. Rausfallen. Interessant. Interessant. Oh, interessante Kunstwerke hier. Jo, okay. Interessant. Hallo, wir hatten gerade nach einem Feuermelder gesucht und so. Ja. Macht ja keinen Kopf. Ups. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Die ganzen Logan-Plakate sind weg. Ist auch wieder ungewohnt. So. Noch sind wir knapp in Führung, würde ich sagen. Bin gespannt, ob der hier Yvay auch mitmacht irgendwann. Ja. Mein Gott. Da haben wir mal angefangen mit 2587 Punkten. Oh wei, oh wei. Da hat man eine Steinaxt wahrscheinlich. Und jetzt haben wir Katzenohren. So, hier können wir eine alte Schrotflinte selber machen. Kann ich das denn nicht? Okay. Dann holen wir uns das mal. Wie das einzige, was noch fehlt hier. Das war's. Okay. Ich mag das Geräusch irgendwie. Organisches Keramikblatt. Das ist nicht schon mal gewollt. Was macht denn damit? Alter Turmrahmen. Oh, ein O. Ein O. Ein Auftrag. Für 10.000? Okay.
Ein Turmrahmen, auch noch in perfekt. Den müssen wir noch veredeln. Zink-Titan-Legierung. Die haben wir eigentlich gerade gemacht. Könnte man mal mitnehmen. Eine. Geh mal weg. Futsch. Platte mit Zink-Titan-Legierung. Ja, habe ich auch noch nie gemacht. Also hat noch nie einer gewollt. Machen wir hier mal auch. Okay. Und dann müssen wir überlegen, was wir für den Turmrahmen alles brauchen. Das ist ja auch mal interessant. Da kriegt man ja so richtig viel Kohle. Aber was soll ich mit der ganzen letztendlich? Na gut, wir müssen ja mal gucken, ob irgendwann... Oh. Schieben fertig wird mit unserer Erforschung. Hey, Avio! Jan kam in meinem Laden und hat nicht einmal versucht, etwas zu klauen. Glaubst du, er hat eine neue Seite aufgeschlagen? Was ist das? Ein Zwilling? Bist du sicher, Fred? Wow, ich denke, dass Jan zu einem guten Menschen wird, ist weniger glaubwürdig. Ups. Als dass er ein böser Zwilling ist, wenn man darüber nachdenkt. Ja, Avio hat es jetzt auch geschnallt. Was? Macht es Sinn für dich, dass Haru und Logan die gleiche Strafe bekommen? Logan war doch der Anführer, oder? Ach, naja, vielleicht ist es besser, ich lasse es einfach sein. Na gut, weil ich dachte, er wäre mit Haru ja auch befreundet, nicht wahr? Na, wenn das nicht mein Lieblingsartschaksbesitzer ist. Ja, ich stehe vor dir. Was willst du haben? Wasser, ne? Habe ich denn welches dabei? Du kannst die Jagdmannmilch haben. Oh, zufällig. Aha. So habe ich zu Rian jetzt plus eins. Jo, dann viel. Komisch, ich kriege jetzt hier Geld hinterhergeworfen ohne Ende. Was ist denn das jetzt? So, was ist hier wieder los? Hat er seinen Hut schon auf? Nee. Was ist hier los? Nix. Hey, Rocky! Du und der Mann mit den Rockies. Hier sind deine Zink-Titan-Dinger. Plömm. Und hier sind die anderen Dinger, die du wolltest. Jetzt hast du nur gut lachen. Guck dir dann an meinen Kontostand mal an. Warum rennen die jetzt wieder alle weg? Hallo, Mian? Gut, so muss halt schlecht gewesen sein, in der ersten Predigt. Okay. Hey, Owen! Was hast du? Hier sind deine Akazien-Dinger. Thank you. Wumms, so, haben wir schon mal richtig viel Knete. Ups, verdient. Genau, du bist die beste Anführung. Was wolltest du jetzt noch? Hast du nicht ein Herzchen hier oder was? Nee. Jan war also schon immer Teil einer guten Zwilling, böser Zwilling-Situation. Und Jan ist der Böse? Das erklärt eine Menge. Er ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach, ich weiß nicht. Dieser Logan, starkköpfig hier war. Ich hoffe, er lässt mich Essen ausliefern, während er da drin ist, das Gefängnisessen. Nun, es ist Gefängnisessen, Fred. Kocht das Grace vielleicht? Rezepte, no. Okay, dann eben nicht. Ist doch, was du willst. Okay, so. Jetzt haben wir ganz viel ausgeliefert. Was haben wir denn jetzt noch zu tun? Gut, 16, ist das denn heute? Kommt doch an, wenn ich die Post gekriegt habe, ne? Wenn das noch gestern Nacht war. Aber Kätzchenstaubwedel, ich glaube, ich spinne im Moment. Der Kätzchenstaubwedel. Oh, die haben das da mit Staubwedel übersetzt. Das hat noch eine ganz andere Bedeutung. Gut, dann, ja. Die haben anscheinend nicht so einen professionellen Übersetzer und haben das durch Google irgendwie gejagt. Das ist natürlich wenig ideal. Aber okay. Ist irgendwie auch wieder lustig. Ich habe ein Kätzchenstaubwedel an. Guck mal. Mhm. Kätzchenstiefel. Klingt auch irgendwie peinlich. Da fand ich Kitty Boots irgendwie noch irgendwie nicer. Na gut, Lama-Freizeitmütze. Wir haben auch ein Kätzchenhelm. Miau. Na gut, dann noch Kätzchenohren. Wir sollten uns eigentlich gar nicht beschweren. Komm, Blümchen, dann gehen wir mal gucken, was eigentlich Owen im Gefängnis macht, wenn er da wirklich ist. Ich weiß eh immer noch nicht, wer jetzt wo sitzt. Ob der noch wirklich drin ist oder schon wieder weg. Oder was, auch wie, oder wo. Ping, pong, peng. Jetzt sind wir noch hier. Tada. Keiner hier. So, wir könnten hier nochmal was aufgeben. Ein bisschen Fleisch, wollen wir bestimmt bald wieder brauchen. Boah, ich habe bis 385.000. Das reicht gerade noch zum Einkaufen. Was? Eishonig-Grill-Hummeisen? Was willst du denn mit den armen Hummeisen? Das finde ich bescheuert, die armen Tierchen killen hier. Macht doch gar keinen Spaß auch. Die sind da ganz schön voll da drin, oder?
So, da ist Logan. Kann ich mit ihm reden? Ich will immer noch meinen alten Job zurück. Monster jagen ist alles, was ich kenne. Aber mit der Geldstrafe und Andy aufziehen, muss ich mir einen Plan aushecken. Ja, ich glaube, Andy aufziehen vielleicht die größere Strafe. Keine Ahnung. Hey, oh, hallo! RVO has put in a bunch of orders for more skin cream. When I get out, I think I can supply him. We'll be able to make some money there. RVO hat eine Reihe von Bestellungen für mehr Hautcreme aufgegeben. Wenn ich erst rauskomme, kann ich ihn wohl beliefern. Dann können wir damit etwas Geld verdienen. Ich glaube, ihr macht eine eigene Banditenhautpflegeserie auf. Warum nicht? Was ist die? Du hast Durov daran gehindert, an diese Relikte zu kommen, oder? Ich wette, dass du durch das Herumrennen und den Heldenspielen bei deinen Aufträgen zugeraten bist, oder? Gib einfach zu, Neuling. Ohne mich seid ihr ein Haufen Wracks. Gib mir meinen alten Job zurück und wir können das alles vergessen. Auf gar keinen Fall, mein Freund. Der Miguel ist ja schon wieder immer noch im Knast hier. Ich dachte mittlerweile, dass der raus ist. Komisch. Warum hat er mir dann Blumen schenken können? Ist auch wieder alles merkwürdig. Die haben nur ein Bett. Ich meine, wie machen die das? Schlafen die in Schichten oder was? Gut. Das ist auch nicht mein Problem. Aber okay. So, haben wir hier noch mehr von diesen Kitty-Dingern. Oh. Die Super-Ente-Senior-Jacke. Cool. Senior-Snaps. Das haben sie dann wieder nicht übersetzt. Aber Senior-Entenhose. Also so alt bin ich noch nicht. Und hier meine Super-Enten-Senior-Hut. Wobei das eher nach einem Dinosaurier aussieht. Super-Duck. Das ist auch wieder eine komische Übersetzung. Senior Snaps Hut, Super Enten Senior Stiefel. Da muss er wahrscheinlich älter sein. Ein Cyberkätzchen, Staubwedel. Ja, Zukunftsabenteuer Stiefel. Ich glaube, diese Staubwedel haben nicht so mit meinen Staubwedeln hier zu tun. Dann haben wir einen verträumten Actionhelm. Oh. Ein Strömungs-Actionhelm. Ein verträumtes Action-Unterteil. Davon habe ich auch schon immer geträumt. Okay. Verträumtes Action-Oberteil. 44. Eigentlich sowas wie ich jetzt anhab, ne? Gibt es noch ein Strömungsoberteil. Ich weiß nicht, ob das nicht so viel Strömung ist letztendlich. Puh. Kostet aber wieder ordentlich. Also dafür bräuchte ich eigentlich einen Haufen. Vom Geld her ist eigentlich wurscht. Ja, ich würde eh Sandrock kaufen. Ist wurscht. Wir müssen dann irgendwann Weih loswerden und dann vertickt mir die ganze Bude. Mal ein schönes Vergnügungspark draus oder sowas. So, hier kommt ein Parkhaus hin. Fertig. Für Kamele und sowas. Muss auch Pläne haben. So, komm, Blümchen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis hier wieder Remi Demi ist. Guck mal, Banjo wartet schon dringend auf den Auftrag, glaube ich. Lass mich runter. So. Hey, Banjo! Danke ich doch. Okay. Geh mal ein bisschen sammeln. Komm, du bist zumindest ein braves Kätzchen. So. Ich bin ja auch eins. Guck mal, ich habe die gleichen Ohren wie du. Ja. Yeah. Hey, Machato! Miau. Okay. Geh du auch ein bisschen was haben? Ein bisschen mehr Begeisterung. Okay. Und tschüss. Den kannst du gar nicht streicheln. Der ist sofort weg. So, zack. Okay. So, haben wir denn diesen komischen Turm? Stahlrahmen brauchen wir wieder. Ah, der Rest ist eigentlich Pillepalle. Ja, und diese Stahlrahmen, der nimmt immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Ja, Wasser können wir immer wieder ein bisschen machen. Bronzerahmen. Mhm. Was sind die denn jetzt hier? Ah, ganz unten natürlich. Da brauchen wir Gusseisenstangen, Manganstangen und Kupfer. Manga. Okay. Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier gerade explodiert? Okay. Ah, okay. Alles fertig jetzt. Jo, fast. Der kleine Kaktus hier wächst noch. Die Pilze auch. Und die sind alle fertig hier. Okay. Die waren aber laut. So, das in der Mache. Dann brauchen wir noch relativ viel Manganstahlstangen. Dann machen wir die mal. Genug für den Krempel.
So. Das ist alles in der Mache. Laden noch mal die Öffnung heute. Kein Wunder, keine Aufträge reingekommen sind. So, oh, ciao, Oberspiegel. Sagt mir, wie das Wetter wird. Ui, so viel Abwechslung. So, wahrscheinlich werde ich es nicht mehr erleben, dass es nochmal regnet. Okay. Kätzchenstaubwedel. Ich glaub's nicht. Ach, das muss ich noch ausliefern. Und dann haben wir um 21 Uhr hier noch diese Feuerwerkshow, wo wir den Sandrock in Flammen stehen sehen werden wahrscheinlich. Ich hoffe, hier gibt es ja eigentlich eine freiwillige Feuerwehr oder sowas. Wenn hier ist alles staubtrocken, ich muss sagen, ständig brennt. Naja, okay. Das sind Fragen, die stelle ich mir jetzt noch 400 Folgen oder so. Ui. Oh, Mian, was machst du denn hier? Hallo. Kennst du schon unseren neuen Kommissar? Nee, noch nie gesehen. Er ist 13. Ich schätze, da dies meine erste Stelle war, hatte ich nie wirklich etwas, mit dem ich diese Erfahrung vergleichen konnte. Denkst du, glaubst du, dass Jan ein schlechter Chef war? Oh, nein, das ist doch viel zu weit hergeholt. Es war einfach nur ein Betrüger und ein Idiot, aber ich meine, weißt du, zusätzlich zu dem ganzen Verbrechenskram? Ach, Jan. Zum Thema von Logans Prozess. Zweimal falsch ergibt nicht einmal richtig, aber ich schätze, ein Recht gleicht ein Unrecht aus irgendwie. Ach, in Mathe war ich nie so gut. Viel Spaß noch beim immer, was du machst. Das ist... Ne? Was sucht sie jetzt? Wow, the old world was amazing. Das ist nicht die alte Welt. Naja, ich weiß nicht, sie ist ein bisschen verwirrt. Hat zu viel gelesen, glaube ich. Oder irgendwie... Oh, Elsie-Line, hupsi. Ist fast überrannt. Hey, ja, ich habe dich irgendwo auch vermisst, glaube ich, ja. Wüsste, was du da sagst. Ja, du altes Jackman-Girl, komm her. So, mit Katzennummern, sehr schön. Dann wollen wir nochmal, hups, gucken, dass wir hier noch hinkommen. Hallo? Einmal mit dem Bus, bitte, danke. Können sie auch mal modernisieren mit vernünftigen Sitzen und so. Ach, so, unser guter Freund ist doch bestimmt zu Hause. Oder am Arbeitsplatz, was auch immer das genau ist. Hier, fangen, bitteschön. Hä? Quatsch. Ich will mit dem Schrank reden, so. Hier sind deine, was immer du damit machst. Vielen Dank, das ist nützlich. Super, weiß ich das jetzt auch. Okay. Jo, haben wir nochmal 118 Ruf. Was hast du zu sagen? Dein neuer Anführer. Er ist ehrenhaft. Er ist zumindest nicht in Haft. Das ist schon mal gut, glaube ich. Logan hat recht. Niemand sollte über dem Gesetz stehen. Ganz genau. Genau, die wollen wir jetzt nicht knutschen, aber gut. Was ist denn X eigentlich? Aber der stellt nicht irgendwas mit meinem armen Kokolein an hier. Dem ist nicht zu trauen, lieben Halodri. Ist auch nicht in der Nähe hier irgendwo. Ne, sieht nicht so aus. Wer will hier was schieben, irgendwas? Okay. Gut. Dann haben wir hier noch das große Geheimnis, was immer das jetzt ist. Blümchen bei Fuß. Ah. Du läufst aber in die falsche Richtung. Wir können uns das hier mal angucken, oder? Ist ja gar nicht so weit weg. Flip. Hier sind die ganzen Rummeisen. Ist das hier? Oder ho, ho, ho. Ho. Flup. Wie eine Feder. Oh, 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 ich habe das gebaut, ne? Ich hoffe, das ist okay. Also hier ist Opal, okay. Das ist so... Das ist nett zu haben. So, wir kommen ja jetzt dahin, an diese Stelle. Müssen wir von der anderen Seite, oder? Oder wo ist das? Ist das da oben? Ist das über uns? Komm, wir sind wieder zurück.
Oh Gott. Ja. Oh. Habe ich das gebaut? Puh. Müssen wir oben mal schauen. Da irgendwas ist. Dann hopsen wir da mal hin. Wenn wir hier hochkommen. So gut, dass du Allradantrieb hast. Ups. Hier ist eine Höhle. Was hat man das denn? Okay. Höhle. Heißt auch so. Hm. Aha. Ist jetzt hier der Heilige Gral oder was? Hier am Glitzer. Würmchen. Hier ist das. Aha. Das ist ja in der Astronauten-Station. Jetzt haben die das Licht hier sich bewegt. Okay, was habe ich da jetzt? Letzte Wörter von Pen. Jetzt irgendwas bekommen. Diamant habe ich bekommen, okay. Gold. Ach, Essensreste, soll ich denn damit? Leckerer Pilz, okay. Warum ich das habe, weiß ich auch nicht. Okay, das ist interessant. Ja. Hm. Dann haben wir die Mission auch erledigt. Aber das war jetzt unspektakulär, muss ich sagen. Hm. Da hatte ich jetzt irgendwas Besonderes noch erwartet. Da hat hier jetzt halt irgendwo Geld versteckt, sozusagen. Und das war alles. Komisch. Ich dachte, da steckt mehr dahinter. Wir müssen da irgendwo in den Minen tief runter und dann im letzten Level finden wir was. Also da hätte ich das jetzt gemacht. Uah, will nicht hier runterfallen. Oh. Blümchen, mein Herz. Gut, ja, dann haben wir diese Mission auch erledigt. War jetzt so irgendwie nicht sehr aufregend, muss ich sagen. Hm. Komisch, komisch. Na gut, dann haben wir jetzt ja noch Feuerwerk und was weiß ich für ein Gedöns. Da müssen wir mal gucken. Warten auf das Treffen. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht in Centrock mit unserem neuen Minister Burgess und allen anderen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sagt Fried mit den Katzenohren. Bye, bye.